Und dann stellt sich mir noch eine Frage, wo ist Mats Hummels in dieser Mannschaft? Spielertrainer, der aber gerade auf der Bank sitzt. Stefan Kloß, weil es so die Zeit war, wo ich den BVB das erste Mal wahrgenommen habe. Ich bin ja jetzt hier nicht aus der Jugend. Und dann diese Meistersaisons 95, 96 und Champions League Finale 97 war das, glaube ich. Ne? Das waren einfach die Zeiten, wo ich so richtig den BVB sozusagen auf der Landkarte gewonnen habe, wo ich auch tatsächlich ein Trikot aus der damaligen Zeit hatte, aber ohne Rückennummer, deswegen ist er stellvertretend gewählt worden. Ja, also natürlich auch viel persönliche Verbundenheit, aber dass er einfach seit 9, 10 Jahren, wann ist er da? 2010, glaube ich? 2011? 2010. Dass er da einfach erstens als Typ überragend ist und dann auch meiner Meinung nach jahrelang Leistung gebracht hat, die ihn unter die Top 3 Außenverteidiger gebracht hat, mit seiner Dynamik, mit seiner Einsatzbereitschaft für die Mannschaft. Natürlich Torgefahr, sowohl direkte Tore als auch Assists. Ja, da bin ich befangen. Julio Sosa einfach, weil er richtig was ausgestrahlt hat. Ich glaube, er war ja gar nicht so lange hier. Es waren keine 3 Saisons, kann das sein? Aber irgendwie war er sehr präsent, eine Erscheinung. Ich habe viele witzige Geschichten über ihn von früher gehört. Deswegen einfach mal reingeworfen in die Truppe. Ja, klare Nummer. Uns verbindet so viel. Wir sind zusammen groß geworden, verstehen uns immer noch gut, hatten große Erfolge. Er hat auch wirklich, wie lange, 6, 7, 8 Jahre auf allerhöchstem Niveau gespielt. Ja, da muss er mit rein. Und für ihn gilt das Gleiche wie für Pichu, wie für Nevin. Große persönliche Verbundenheit, große Verdienste um den Club. Macht das eben auch, seitdem er 2008 hochgekommen ist. Tut er alles für den Erfolg der Mannschaft. Alles stellt sich immer hinten an. Also seine eigenen Interessen stellt er hinter die der Mannschaft. Und das sorgt dafür, dass er eben da reinkommt. Ja, wer hier als Innenverteidiger 9 von 10 Angriffen, die auf dich zurollen, abräumt, der gehört in die Elf. Ganz einfach. War ein elementarer Bestandteil des Vereins, war auch ewig hier. Der war auch schon da, als ich gekommen bin, als einer der wenigen irgendwie aus diesen letzten Jahren, die da schon früher da waren. Ich glaube, ich hatte ihn auch direkt, als er gekommen ist, in meiner Managermannschaft damals, hatte großes Vertrauen in ihn gesetzt. Verstehe mich super mit ihm. Großartiger Typ, Fußballer. Ja, einer meiner Lieblingsspieler. Früher, wann ist er gekommen? Irgendwann Mitte 2000er, glaube ich. Ja, genialer Fußballer, in Augenweide im Fußballspielen zu sehen. Also sein Außenriss war großartig, mit einer der Gründe, warum ich das auch können wollte, weil es bei ihm eben so gut aussah. Einer meiner Lieblingsspitznamen mit Schnitzel. Ja, auch eben jahrelang hier eine ganz wichtige Figur gewesen, auch für mich am Anfang. Wir haben in der gleichen Straße gewohnt, als ich hierher gezogen bin. Ich habe ihm meine Couch damals abgekauft, also ich habe ihm seine Couch abgekauft, die dann meine wurde. Die auch mich viele Jahre begleitet hat. Die haben wir gemeinsam dann die Straße zu mir transportiert. Einfach auch großartiger Typ, Mannschaftsspieler, Leistungsträger über viele Jahre. Ja, da ist natürlich ein bisschen Kult auch mit dabei, mit der Größe. Aber ich fand es geil, dass er so ein großer Stürmer war, der auch Fußball spielen konnte, der spielintelligent war, wichtige Tore gemacht hat. Natürlich unvergessen, dass er einmal ins Tor gegangen ist. Solche Szenen prägen sich ein und das sorgt halt dafür, dass dann auch so einer in so einer Traum-Sympathie-Elf da irgendwie mit reinrutscht. Ich habe keinen direkten Bezug zu ihm gehabt, aber ich habe ihn immer als, das war ja so ein bisschen so der polnische Inzaghi von seiner Art zu spielen. Hat immer gelauert an der Abseitsgrenze, war immer torgefährlich. Habe ihn eben auch oft in meinen Managermannschaften gehabt. Deswegen habe ich immer sehr zu ihm gehalten, dass er Tore schießt. Ja, deswegen finde ich irgendwie auch ein ganz gutes, sich ergänzendes Sturmduo.